Liebe Leute, dies ist ein Experiment. Und zwar, also einmal, wie viele Menschen kriegt man hier in diesem schmalen Bildschirm? Und aber auch die Frage, was hat der Raschke da am Kopf? Ich habe das gerade auf Instagram schon am Kopf gehabt zum Schluss. Und da haben wir quasi gesagt, wir lösen es auf Facebook auf. Es wäre natürlich zu einfach, wenn wir das jetzt am Anfang täten. Ne? Dann würdet ihr hier vielleicht auch abschalten. Das werden jetzt gleich in ihren Vorträgen die Wundmanager des Klinikums Dortmund machen. Denn das ist Teil des Wundmanagements. Man kann sich jetzt fragen für Beamte, damit sie nicht auf den Tisch knallen am Kopf. Nein, natürlich nicht, liebe Beamte, an dieser Stelle alles Gute und schöne Grüße. Heute geht es um das Thema Dekubitus, also Wundliegen in der Pflege, ein großes Thema, Altenheime. Ihr habt vielleicht selber Verwandte, die ihr da entsprechend versorgt. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, ab wann ist denn so eine wundgelegene Stelle gefährlich oder ab wann muss ich reagieren. All das jetzt hier in diesen drei Kurzvorträgen. Ihr dürft natürlich gerne Fragen stellen. Die werden wir auch hier einbauen und ich übergebe jetzt erstmal und freue mich auf diese kurze Session. Ja, hallo, wir sind also die drei Wundmanager und wenn man dieses Format schon mal angeguckt hat, kann man sich vielleicht an Dr. Riss erinnern, der schon viel über Leibesinselschwund und diabetischen Fuß berichtet hat und der spricht einmal von drei Personen und ich wollte die mal im Kurzen vorstellen. Das ist einmal die Hüppeler, das ist meine Kollegin Martina Hüppeler. Dann einmal der Wimmer, das ist Jürgen Wimmer und der Grafenkamp, das bin ich mit, ich bin der Thomas Grafenkamp. Wir sind seit 13 Jahren hier freigestellte Wundmanager im Klinikum und kümmern uns um chronische Wunden. Wir stellen heute mal so ein bisschen das Thema Dekubitus vor und das hat einen Hintergrund, weil gestern war Anti-Dekubitus-Tag weltweit und wir wollen versuchen, diesen Dekubitus zu stoppen. Dazu hat aufgerufen einmal das Europäische Beratungsgremium für Dekubitus und zum Zweiten die Fachgesellschaft Initiative Chronische Wunde, die mit vielen Aktionen das Ganze auch hier unterstützt. Im Volksmund heißt der Dekubitus, oder hieß es immer Wundliegen. Ja, Wundliegen ist durch Druck entstandener Schaden der Haut und Gewebe, der in die Tiefe gehen kann. Wenn man dann aber wirklich in die Fachsprache übergeht, ist der Dekubitus, das kommt vom Lateinisch decumbere, sich niederlegen und da haben wir auch schon den ersten Begriff. Es betrifft viele Leute, die eben halt bettlägerig sind und. Und es zählt zu den chronischen Wunden. Die internationale Definition der EPOAB, das ist eben dieses europäische Beratungsgremium für Dekubitus, sagt, ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und oder des darunterliegenden Gewebes, in der Regel überknöchernen Vorsprüngen. Da sage ich gleich noch was zu, infolge von Druck oder von Druck mit Scherkräften, also da, wo auch noch an den Patienten gerissen oder gezogen wird, indem er zum Beispiel über das Bett gezogen wird. Durch den anhaltenden Druck, der entsteht, wird das unterliegende Gewebe nicht mehr richtig durchblutet und beginnt abzusterben. Und dann haben wir einen Dekubitus. Gefährdete Stellen sind zum Beispiel, und dann hole ich mir mal unseren kleinen Popo, hier hauptsächlich auch Dekubitus Kreuzbeinsteiß oder hier am Trochanter, also an der Hüfte. Es gibt aber noch andere Stellen wie Schulterblätter, Wirbelsäule, Fersen, ganz wichtig, Ellenbogen, Ohr. Obwohl Ohrknorpel ist und sehr beweglich, kann man da relativ schnell Druck drauf kriegen und es stirbt ab, das Gewebe eben da an diesen Stellen. Das sind so die Stellen, die am wichtigsten sind. Wer ist gefährdet? Patienten mit Bewegungseinschränkungen, gerade so mit Querschnitten, Patienten nach Querschnittslähmung, bettlägerigen Patienten, aber auch Patienten, die zum Beispiel bei einem Hirnschlag in der Wohnung liegen, da geht das relativ in kurzer Zeit, 6-7 Stunden, dann hat man eventuell schon einen Dekubitus. Dann Patienten in einem schlechten Allgemeinzustand oder im Mangel ernährt, wobei man ausschließen muss, ob die Patienten dick oder dünn sind. Es gibt viele Mangelernährungszustände, die eben halt einen Dekubitus begünstigen. Ja, zur Häufigkeit, und das ist sehr erwähnenswert, ist der Dekubitus tritt in Deutschland mit einer Häufigkeit von schätzungsweise 400.000 neuen Fällen pro Jahr auf. Und das ist eine erhebliche Zahl. Und wir erklären jetzt, was wir dagegen tun können und wie man es schnell behandeln kann und auch schnell entdecken kann. Genau, denn da kommt eine Frage von Deja Uster. Wie kann man dem vorbeugen? Ich denke, das ist gleich auch ja. Vor allen Dingen Part. Von der Hüppeler. Die Hüppeler macht das. Genau, und, aber das kommt gleich. Also die Frage genau. Haben wir im Blick und die wird gleich beantwortet. Ja, und ein wichtiges Symptom bei Patienten, die jetzt an Druckgeschwür erleiden oder die Vorstufe haben, ist natürlich der Schmerz. Das heißt, die Wunden sind sowieso schmerzhaft, aber auch die Vorstufe. Das heißt, wenn der Patient schon über Schmerzen klagt, ist das schon ein Zeichen. Und wichtig ist eben nochmal, gerade am Anfang steht eine Rötung. So wie hier zum Beispiel an der Ferse, kann man das schön zeigen. Ja, das heißt, der Patient liegt hier auf
Und da gibt es einen ganz einfachen Test, in dem man das feststellen kann, ob es jetzt ein Dekubitus ist oder ob es eine einfache Rötung ist, wie ich jetzt zum Beispiel hier im Gesicht habe. Wenn ich jetzt meinen Finger 3 Sekunden auflege und ich nehme den Finger nach 3 Sekunden weg, dann ist es weiß. Und das war aber gar nicht weiß jetzt. Genau, das ist auch weiß. Ich habe ja nie auf dem Tisch gelegen. Und dann wird es dann, ja, und dann kann es, dann wird es weiß, wenn ich den Finger wegnehme nach 3 Sekunden. Und wenn das ein Dekubitus ist, dann kann ich 3 Sekunden den Finger auflegen und es bleibt rot, so wie jetzt hier auch. Ja, und das ist ein sicheres Zeichen, dass das eine Kategorie 1 Dekubitus ist. Und dann sollte diese Stelle, ob es jetzt das Kreuzbein ist oder die Ferse, auf jeden Fall voll entlastet werden. Und der Mensch darf da nicht mehr drauf liegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und natürlich sind Patienten besonders gefährdet, die keine Schmerzen äußern können. Zum Beispiel Querschnittsgelähmte oder Patienten zum Beispiel, die Diabetes mellitus haben, die haben nämlich zu 90% nach den Jahren eine Neuropathie, eine Polyneuropathie, und die beginnt immer meistens an den Füßen und an den Händen, und da durch den Auflagedruck entstehen dann Blasen, die Patienten halt nicht als Schmerz wahrnehmen. Deswegen muss man da auch extrem gut aufpassen auf die Fersen und auf den Sakralbereich bei Diabetespatienten. Und natürlich ganz gefährdet sind auch Schmerzpatienten, die so vor Schmerz sich nicht bewegen, zum Beispiel Arthrose in den Hüftgelenken, im Kniegelenk, sind ganz extrem gefährdet. Und natürlich nicht zu vergessen, durchblutungsgestörte Patienten, die Durchblutungsstörungen haben, die sind extrem gefährdet, weil eben wenig Blut einfließt ins Bein, und dann kommt noch schneller ein Dekubitus. Jetzt zeige ich mal einmal, wie die zweite Kategorie aussieht. Da entsteht häufig eine Blase. Da hebt sich dann nur die Epidermis sozusagen an. Und das ist natürlich auch ein sicheres Zeichen, dass man jetzt hier komplett Druck entlasten muss. Und ich zeige noch mal einmal vielleicht die Hautschichten. Das ist noch ganz wichtig, hier die Rötung. Das heißt, oben sehen Sie hier, das ist das Stadium 1. Da sehen Sie oben die Oberhaut, die ist jetzt gerötet. Und darunter ist dann schon die Lederhaut, die zweite Hautschicht. Darunter das Fettgewebe, das ist weiße. Da kommt der Muskel und dann ist hier der Knochen. Und gerade diese konvexen, nach vorn gewölbten Knochen im Fersenbereich, im Kopfbereich oder im Kreuzbeinbereich, die machen dann Druck und zerstören hier das Gewebe, und hier wird die Durchblutung unterbrochen. Und dann wird sozusagen das zerstört. Das Wichtige ist auch, dass diese Stadien, die es gibt, diese 4, die laufen nicht hintereinander ab, sondern es kann auch sein, wenn der Druck groß genug war, dass das dann sofort in die Tiefe geht und gleich zum Stadium 3 oder Kategorie 4 Dekubitus auslösen. Ich zeige mal einmal, wie das aussieht, wenn es ein Stadium 3 ist. Das sieht dann so aus. Da entsteht dann schon eine Nekrose, so nennen wir das, diese schwarzen Stellen. Das heißt, das Gewebe ist schon abgestorben. Und das ist natürlich ganz wichtig, sowas zu vermeiden, weil das ist schon richtig schmerzhaft, wenn man als Mensch da drauf liegen muss. Ja, und gilt es natürlich extrem gut, Druck zu entlasten. Und häufig muss dann irgendwann mal, wenn diese schwarze Stelle sich ablöst, muss dann auch ein Chirurg sozusagen intervenieren. Und ganz schlimm wird es dann, wenn dann schon der Knochen erreicht ist. Das sind dann solche Formen, ja, wo es dann wirklich tief schon bis auf den Knochen geht. Und und das sind natürlich Sachen, die man vermeiden muss und die es vorzubeugen gilt. Und von daher, und da kommen dann die druckentlastenden Maßnahmen ins Spiel. Und da gebe ich mal weiter an meine Kollegin, die Frau Hübler. Genau, ich unterbreche hier kurz, weil es wird erstmal gefragt, warum ich nur so halb im Bild bin. Ich bin ja eigentlich nicht so wichtig, weil ich muss trotzdem ein Auge auf eure Fragen haben. Und das ist genau dieses eine Auge, was ihr seht hier. Okay. Denn es gibt tatsächlich Fragen, und zwar von Henne Ripp: Was mache ich mit Patienten, die sich trotz allem noch selbst entlagern, beispielsweise Unruhezustände bei Demenz? Ja, das ist ein ganz großes Problem. Ja, weil man kann den Patienten eben nicht extern oder passiv lagern, sondern die entlagern sich immer. Und da kann man eben nur druckverteilende Matratzen zum Beispiel nehmen oder eben druckentlastende Orthesen, wenn es gar nicht geht, um die Fersen zum Beispiel zu entlasten. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn es um Demenz geht und Unruhezustände, gerade in der Nacht. Ja, da kann nicht jemand am Bett stehen. Und dann muss man natürlich schauen, was man noch medizinisch machen kann. Ne, diese Unruhezustände vielleicht beheben kann, der Arzt. Ja, aber man kann im Prinzip nur mit Hilfsmitteln arbeiten, dass dann so ein Dekubitus ist allerlei nicht immer vermeidbar. Gerade in diesen Zuständen ist es schwer zu behandeln. Genau, und apropos Hilfsmittel, da fragt Anja Witt oder Anja Witte: Zu welcher Art von Matratzen tendieren Sie? Es gibt ja mehrere zur Auswahl und es scheiden sich immer die Geister.
Ja, erzähle ich kurz, ja, noch kurz was dazu. Ja? Aber nicht über eigentlich nur Matratzen, sondern, hallo, jetzt bin ich dran. Also, wir machen ja die Kubitusprophylaxe, das ist das Wichtige jetzt noch dazu. Und die Prophylaxe ist wirklich das Wichtigste. Ob jetzt während des Dekubitus, also wenn wir schon einen haben, oder auch wenn der ja schon abgeheilt ist und wir wollen weiterhin den abgeheilt lassen, dann ist die Prophylaxe natürlich ganz wichtig. Und da gibt es einfach so Maßnahmen, die man immer beachten muss. Da geht es erstmal um Bewegungsförderung. Das heißt, wenn Möglichkeiten da sind, muss ich die Patienten im Bett nicht mit 1000 Kissen zulegen, sondern ich muss die Spontanbewegungen darf ich nicht reduzieren, die müssen erhalten bleiben. Und das ist das A und O im Prinzip. Dann kommen natürlich diese sofortigen Lagerungspositionen oder die mehrmaligen Lagerungspositionen ins Spiel. Das kennen wir alle mit unseren Seitenlagerungen. Das machen wir auch die meisten, 30 Grad, dann rechts, links, Rücken wieder. Also das sind die großen Lagerungen, die gehören dazu. Dann muss ich natürlich zusätzlich auf gute Flüssigkeitszufuhr und Nahrungszufuhr achten. Dann muss ich auf gute Inkontinenzversorgung darauf hinweisen und Hautschutz und Hautpflege. Das gehört alles dazu zur Prophylaxe und zu den Maßnahmen, die uns unterstützen. Und der Fingertest, was Jürgen gesagt hat, das ist natürlich die regelmäßige Inspektion der gefährdeten Stellen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt die Druckentlastung. Und die Druckentlastung machen wir ja hauptsächlich mit Lagerung. Und da gibt es eben die 30-Grad-Lung oder die 135-Grad-Lagerung. Das ist ja diese stabile Seitenlagerung, die man auch draußen im Straßenverkehr kennt. Die kann man natürlich auch gut bei Verbandswechseln benutzen. Also man hat da mehrere Möglichkeiten für diese Lagerung. Das sind die großen Bewegungen, das sind die Makrobewegungen. Ja, da fragt übrigens der Herr Uster, ob man alle 2 Stunden gelagert werden muss. Ja, also 2 Stunden haben wir alle gelernt. Und das ist eigentlich immer noch so ein Punkt, wo man sagt, ja, da kann man sich dran halten. Man muss das natürlich auch individuell gestalten. Es gibt Patienten, die können auch schon nach einer halben Stunde eine Druckstelle bekommen, je nach Zustand und Erkrankung. Und dementsprechend muss man das weiterhin individuell behandeln. Aber 2 Stunden ist schon so eine Grenze. Man kann auch nachher 2 bis 4 Stunden Tonus, kann man auch haben. Also ganz individuell nach Hilfsmittel dann auch. Ich glaube, da kam gerade ein Hinweis. Moment. Ja. Der ist ja süß von Eiche. Und ich glaube, sie fragt gerade nach dem Namen von dem Herrn ganz links. Ich glaube. Jürgen. Das bin ich. Das ist der Jürgen. Ja. Verheiratet, Kind. Oh, Eiche. Ja. Vorbei. Zwei Kinder. Zwei Kinder. Aus dem Rennen. Ja, aus dem Rennen. Ja, der hat auch nie Zeit, der ist hier. Das stimmt. So, und das ist eine klare Ansage. Wenn das damit gemeint ist. Die sind auch sehr schwer zu erreichen. Ihr Telefon schwer. Ist kaum. Also Brieftaube, wenn überhaupt. Genau. Ja. Ich sag nur mal. Das war ein sehr schöner Vortrag nochmal. Ja. Ich komme nochmal ganz kurz zurück zu meinem Thema. Druckentlastung, Freilagerung hatten wir schon. Du gehst jetzt aus dem Bild. Hallo. Und dann gibt es noch die Druckreduzierung. Da müssen wir auch noch über Prophylaxe sprechen. Druckreduzierung ist einfach Schwerpunktverlagerung. Das gibt es oft mal bei Schmerzpatienten oder im Palliativbereich, wo man die Patienten nicht mehr komplett entlasten kann, weil die auch Schmerzen haben beim Anfassen und beim Bewegen. Das sind so Mikrobewegungen, da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, wie man das dann praktiziert. Und dann gibt es noch die Druckverteilung und das machen wir in Form mit unseren Hilfsmitteln. Und da kommen wir zum Beispiel zu den Lagerungshilfsmitteln. Die bekommt man ja über Rezept von dem Doktor, von dem behandelnden Arzt und dann geht es meistens zum Sanitätshaus. Das geht zur Kasse, holt sich die Genehmigung und nimmt das Rezept dann mit. Also dementsprechend kriegt man Lagerungshilfsmittel. Ob das ambulanten Bereich ist oder Klinikbereich ist, so läuft das meistens. Und da gibt es eben verschiedene Lagerungshilfsmittel, aber wenn es um Wechseldruckmatratzen geht, wo gerade die Frage war, das ist schwierig zu sagen, das ist auch individuell zu halten. Es geht ja auch nach Gewichtsklassen, da muss man gucken, was hat der Patient für Gewicht, was hat er für einen Zustand, was hat er für eine Erkrankung, passt überhaupt eine Wechseldruckmatratze und welche, da gibt es eigentlich keine Linie, wo man sagt, oh, für den unbedingt diese und diese, das sind auch sicherlich, ich sag mal so, aus alltäglichen Leben. Ja. Anja Lux fragt, wie sieht es aus mit Superweichlagerung? Superweichlagerung, ja, Superweichlagerung kommt auch sicherlich auf Zustand und Erkrankung nochmal an. Ja, aber Superweichlagerung nimmt einem auch Spontanbewegungen, also wenn man zu weich liegt. Ne? Das wäre zum Beispiel auch Superweichlagerung, wenn man zu viele Kissen reinlegt und die liegen auf zu vielen Kissen, dann verliert man Spontanbewegungen und das möchte man nicht. Dann werden die reduziert. Also wenn es geht, nicht. Es gibt unsere Wechseldruckmatratzen, die man hat, die man nehmen kann. Da muss man sich dann erkundigen, braucht man ein paar Faktoren für, wie zum Beispiel Gewichtsklasse und Erkrankung. Und dementsprechend kann man sich da vielleicht einigen. Auch das Sanitätshaus kann dann da auch gut beraten, was es im Moment so auf dem Markt gibt.
und was man vielleicht für diesen Patienten individuell nehmen möchte. Ja, es gibt dann nämlich natürlich auch noch Wasserkissen, kennen wir auch mal von früher, die sind aber obsolet, weil der Druck gleichbleibend hoch ist. Ja, dann gibt es ja immer noch unsere Felle, die wir ja auch nicht unbedingt mehr nehmen wollen, ja, weil die Felle machen, reduzieren überhaupt keinen Druck und die Leute schwitzen da drin. Also Lammfelle oder sowas? Was war das? Ja, ja, so Kunstfelle. Da gibt es so Fellschuhe, so kleine, so Robbenfelle und so. Keine Robbenfelle. Nerze, ja. Bärenfelle, ja, das ist was für einen Kamin, für die genau. Jahreszeit, aber nicht für den nicht Druck. Genau. Nicht? Es gab übrigens gerade einen Hinweis, Martina ist süßer, wurde gerade hier. Ja, ja. Wer war das? Ja, Moment, Telefonnummer, Name, Adresse? Nee, war glaube ich eine Frau. Also, achso. Ja, aber wohl ist ja auch. Also, alles gut. Dann wurde nach dem neuen Wundkongress gefragt, wenn er im Goldsaal stattfindet. Das ist 2.3. März 2018. 2.3. März, genau, ja. Dann komme ich noch mal ganz kurz noch mal zurück, bevor das hier ausschweift mit den anderen Klamotten, ne? Zu diesen obsoleten Produkten, weil es gibt immer gerne auch noch bei uns in der Klinik die Frage, was ist mit diesen Watteschuhen? Watteschuhe sind nicht für Druckreduzierung, Druckentlastung, Druckverteilung da. Die sind nur zum Schutz und Wärme da. Das sehen wir oft bei diabetischen Füßen oder bei einer PVK auch. Das ist nur Schutz und Wärme. Sonst haben die für nichts irgendeinen Sinn. Da könnte man auch dicke Wollsocken drüber ziehen, wenn man nichts anderes hat. Ist genau das gleiche Prinzip. Ja? Also das gehört nicht dazu, um Druck zu entlassen. Findet man häufig gerne. Ne? Und Gelkissen sind heutzutage auch out, weil die Oberfläche auch nicht atmungsaktiv ist und der Druck auch eigentlich gleichbleibend ist. Und dann gibt es noch, bevor es überhaupt zu Ende geht, viskoelastische Lagerungshilfsmittel auch. Das sind zum Beispiel, die kennen wir alle aus der Praxis, das sind diese Tempurauflagen oder Tempurmatratzen mittlerweile. Gibt es ja auch für den Privatbereich. Das kommt aus der Weltraumforschung, weil diese Astronauten ja hochgeschossen werden mit einem immensen Druck. Da haben die sich gedacht, bevor die jetzt einen Druck kriegen, müssen wir uns irgendwas ausdenken. Und das war dieses viskoelastische Zeug. Und da geht es auch nach Gewichtsklassen, wenn man die. Aber es geht darum eben um Wärme. Ja, Alexander Skarp sagt, arbeite in Schweden in der Pflege. Hier liegt der Schwerpunkt in der Frühmobilisierung. Raus aus dem Bett, so früh wie möglich. Und ne, ist ja klar. Wenn das möglich ist, ist das Beste. Genau. Ja. Wir sehen uns bei der WM. Genau. Ja. Im Gegensatz zu den Holländern. Ja. Italienern. Genau. Die haben auch keine gute Ernährung, die Holländer. Das sind Pommes und Frittierte. Pascal Ickers fragt, auf der Intensivstation gibt es spezielle Betten, die Rotationslagerung als Option geben. Denken Sie, dass es sinnvoll oder stört, dass die Körperwahrnehmung bei sedierten Patienten? Nein. Intensivpatienten sind nochmal ganz anders zu sehen. Die brauchen das, da gibt es besondere Indikationen für. Und da sind auch bei uns im Klinikum ganz klar diese Rotationsbetten noch gefragt. Da können wir auch mal auflösen, was das ja am Anfang war. Ne? Das ist nicht für die Intensivstation. Und zwar ist das ein Kopfkissen bzw. ein Stirnkissen. Wenn die Leute in die Bauchlage kommen, kann man damit super gut abpolstern, sodass die Patienten nicht mit Auge oder Nase oder so irgendwie auf der Matratze liegen. Ich kann das auch dann so. Das ist gut für die Mittagspause auch, ganz entspannt auf dem Tisch zu liegen. Täglich benutzt. Genau. Ja? Gibt in verschiedenen Ausführungen, das ist zum Beispiel sowas. Und zu den Rotationsbetten zu sagen, das ist natürlich auch, um da die Lunge ein bisschen besser hinzukriegen, indem man eben eine Verteilung in der Lunge macht. Aber die Körperwahrnehmung ist natürlich dann fast gleich null. Ja, genau. Tuba Botz fragt, sollte man trotzdem lagern, auch wenn der Patient im Wechseldruckmatratze liegt oder kann man sich darauf verlassen? Nein, auf jeden Fall. Das ist eine Druckverteilung, ja, und keine Druckentlastung. Also man muss weiterhin Druckentlastung machen. Nur die Lagerungsintervalle können sich dadurch verschieben. Da macht man nicht mehr alle 2 Stunden, ja, da macht man es im 4 Stunden. Auch ein bisschen individuell zu sehen. Ja. Aber eine sehr gute Frage, weil das machen viele, dann sagen die brauchen nicht mehr. Falsch. Darf ich nochmal einmal was zeigen? Und zwar haben wir nochmal hier, was häufig verwechselt wird, da denken nämlich die Kollegen häufig, das ist ein Dekubitus, aber das ist falsch, das ist eine feuchtigkeitsbedingte Wunde, hier in der Po-Falte zum Beispiel. Ja, das kommt durch Urin, durch Schweiß, ja, gerade wenn die Patienten da bettlägerig sind. Und das heißt also, und das Interessante ist eben, der Dekubitus entsteht immer über dem knöchernen Bereich, das heißt eher hier oben im Kreuzbein. Und gerade hier in dem Weichteilbereich, wenn sich das so schmetterlingsförmig aus und so oberflächliche Wunden sind, dann kommt das häufig durch die Feuchtigkeit. Das heißt, das muss man trocken lagern, da kann auch mal ein Hautpilz dabei sein. Das heißt, das muss man sozusagen trocken behandeln und das hat nichts mit Dekubitus zu tun. Das ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden. Ja. Ich habe vielleicht noch so 2-3 Fragen. Ja. Genau, Moment, was haben wir da? Ist mit dem Watteverband, wie ist das mit der Druckentlastung? Genau. Watteverband ist keine Druckentlastung. Keine Druckentlastung. Okay. Mikrolagerung bei Wechseldruck, ja oder nein? Ja, zusätzlich. Gerne. Ja.
Immer wirklich wieder gerne. Jennifer Shea schreibt Grüße aus Nord. Ja, ja. Hallo Jenny. Schon, ja. Ich bin morgen, Montag wieder da. Genau. genau. Ja, dann würde ich sagen, wir haben noch sowas ganz kurz. Ja, und zwar noch Informationsleitfäden, die man auch bestellen kann. Zum Beispiel hier bei der Initiative Chronische Wunde. Einmal auf die Seite gehen, da gibt es auch einen Shop, da kann man diese ganzen Sachen bestellen für relativ wenig Geld. Man kann sich das auch für die Einrichtung kaufen, hier sogar als Comic, ganz toll. Ja, ganz einfach erklärt, ist natürlich jetzt seitenverkehrt, nicht so wie das andere Bild, aber ansonsten, wenn Fragen sind, man kann uns gerne kontaktieren über E-Mail, per Telefon, wir melden uns zurück, auch wenn bei uns ständig der Anrufbeantworter läuft, weil wir eben nicht oft hier sind, aber man kann uns natürlich Fragen stellen, wir würden dann auch sofort zurückrufen, wenn es geht. Genau. Tuba Bots fragt, machen Sie öfter solche Livestreams? Ja, machen wir. Nicht immer zu dem Thema, aber auch zu anderen Themen. Und die alten sind auch alle noch bei uns in der Timeline zu finden. Vielleicht machen wir auch noch mal einen hier mit Wundmanager. Ja. Dann ein anderes Thema. Also ich meine, ich merke ja, es kommt ja an wie bescheuert. Ist wirklich wahr. Ja, also so viele parallel, die uns jetzt gerade Alex hat uns ja das Maden-Thema weggenommen. Genau. Ja. Ne? Genau. Auf alle Fälle tausend Dank. Ja. Fürs Mitmachen. Danke für die Fragen. Hat dir echt Spaß gemacht. Ja. Kam auch viel zurück und auf bald. Ja, tschüss. Tschüss.